Ja, ich kenne die. Oh, kann man die Szene nicht mal überspringen? Nein, kann man nicht. Oh. Ja, ich weiß, wie ich es machen muss, aber ich. Vor allem frisst der eigentlich jetzt. Oh, nee, das ist ja. Ja, okay, nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ah, oh, verdammt, ey. Ich bin nicht gut im Ausweichen. Oh, darin auch nicht. So, hier, jetzt aber. Das kriegst du voll in die Fresse. Schon wieder kaum noch Leben. Also ich meine, ich habe ja auch nicht mit vollem Leben angefangen, jetzt wieder in den Kampf quasi, aber... Bisschen kacke ist das schon, ne? Wow, scheiße macht das Damage. Meine Güte, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich hier voll auf den Kampf konzentrieren und ich glaube trotzdem, dass es nicht klappt. So, wie ich mich kenne, sterbe ich jetzt gleich wieder. Letztendlich muss ich ja nur noch einmal getroffen werden. Ich hoffe mal, dass es jetzt nach dem... Das letzte Mal war... Oh, ein Schlag, wie üblich, ey. Ist so typisch, hat mir in der Runde davor ja so, bevor ich gestorben bin, gerade auch noch nur gefehlt. Ja, ich zermatsch dich zu Brei. Die Finisher sind immer so krass eigentlich, ne? Das Spiel ist schon... Hat so einen kleinen Hang zur Brutalität. Also geringfügig, nicht so dolle, ne? Ach, das ist die große, die man fertig machen muss. Ah, ich hätte mich auch schon gewundert. Ja, Ladevorgang und blabliblub. Lädt er denn jetzt so lange, ey? Danke. Ja, ich weiß hier, meine Fresse. Da gehen wir erstmal lang. Und danach gucken wir uns dann nochmal... Obwohl, warte mal. Ja, Reiter, hier, Reiter, da. Meine Güte, hier komme ich nicht hoch, wa? Schade. Dann muss ich jetzt erstmal hier lang. Du solltest besser kommen, wenn ich dich rufe. Ach, halt die Klappe. Ich mache hier die ganze Arbeit, also melde ich hier nicht, ne? Was, ne? Ich finde den Beobachter so nervig, der ist mir so unsympathisch, aber wie gesagt, ich denke, das ist auch absichtlich so gehalten. Ach ja, ne? Ach, das spawnt er erstmal schön, dann verzieht er sich einfach. Was erlaubt er sich? Ja, kaum zu glauben ist das. So, auf jeden Fall alle Truhen einsammeln, die wir finden können. Alle. Und jetzt gibt's hier noch einen kleinen Fight. Schätze ich mal, machen wir mal diesen hier. Ich meine, bei der, wie gesagt, bei der Endhunter können wir den wahrscheinlich sowieso nicht einsetzen. Ah, jetzt können wir den mal finishen. Na, kommt alle her. Traut euch. Bam. So gefällt mir das doch schon besser. Hier alles kaputt hauen. Mal sehen, wie lange mir das noch so gut gefällt. Ich meine, wie ich mich... Wow. Ah, die Heimsuchung ist so krass, ne? Habt ihr ja gesehen, weißt du, da mache ich die einmal an, dann sind gleich die ganzen Viecher down. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden die sonst so aushalten, aber ich meine, bei dem Großen war das jetzt zum Beispiel jetzt nichts, also wo ich zwei, dreimal gestorben bin. War das jetzt nicht so krass, aber... Oh, muss ja mal die Grenze sein. Ist ja auch, glaube ich, erst Heimsuchung Stufe 1 oder 2, weiß ich gar nicht. Könnte auch schon die Stufe 2 sein. Dann kostet die Stufe 3 aber, glaube ich, schon 8000. Ach, da muss ich viel zusammensammeln. Obwohl, das könnte ich eigentlich nach dem Dungeon fertig haben. Ich habe ja noch ein, zwei Artefakte. Sogar ein Meisterartefakt. Dafür kriege ich ja, glaube ich, 2000, ne? Ich glaube, dann kann ich mir jetzt auch schon... Warte mal... Fehlt mir jetzt eigentlich noch irgendein Item, das frage ich mich gerade.
Ach so, ja doch, es fehlen mir noch Items, gut. Da weiß ich noch nicht, ob ich mir alle Artefakte holen kann, aber ein paar auf jeden Fall auch noch. Und was ich mir auf jeden Fall auch noch holen kann, ist noch ein Teil der Abgrundrüstung. So, ich muss erstmal nur den einen Typ wieder so zum Reiten kriegen, das wäre schon sehr recht praktisch. Dann können die mich anderen auch recht gut fertig machen, deshalb kriege ich jetzt noch den einen da. Und versuche nicht irgendwie beide gleichzeitig anzugreifen. Los, los, los! Komm, komm, komm! Jetzt auf den da! Sehr schön. Vor allem, wie stark das Viech eigentlich sein muss, ne? Oder beziehungsweise, ja. Auf jeden Fall macht das mehr Damage als ich. Und hält dann aber dementsprechend wahrscheinlich weniger aus als ich. Wenn man es dann so betrachtet. Hallo! Vor allem ist es immer voll schlimm, wenn du dann nur so auf halber Perspektive bist, quasi. Und dann halt zur Seite ausweichen willst, dann weicht er nur nach hinten aus. Das ist immer nervig. Das natürlich auch. Hallo, ich will doch nur was sehen. Ich muss sagen, ich habe weniger Damage eingesteckt, als beide noch da waren, aber okay. Jetzt ist das Viech auch tot. So, machen wir gleich mal einen Kopf ab. So. Sehr schön. Oh, nicht mal Leben kriegen wir dafür. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall weitergehen, das ist schon mal sehr gut. Aber ich halt hier die Tante fertig mache, muss ich halt noch da in die eine Ecke. Ach, hier, nee, das ist schon hier, sehr gut. Genau hier wollte ich hin. Okay, so schon mal nicht, aber da muss ich hin. Da gibt es was Cooles, soweit ich das noch weiß. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oh, warum? Das ist ja voll die Verarsche. Okay, dann muss ich... Ich kann nämlich nicht schweben. Ach, jetzt auf einmal geht das, oder was? Nein! Oh, das war jetzt meine eigene Schuld. Jetzt habe ich aus dem Schweben unterbrochen. Aber so geht's, glaube ich, besser. Oder auch nicht. Oh, Gott sei Dank. Bin ich noch rangekommen. Nein! Oh! Ich denke mal, ich springe da nicht. Also ich denke mal, ich schwebe nicht. Ah, okay. Jetzt ich verstehe langsam die Problematik. Und mach's trotzdem wieder falsch, weil ich zu unsicher bin. Ah, ich verliere gleich noch mein ganzes Leben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn das ist, was ich denke, kriege ich da was richtig Geiles. Müsste es, glaube ich, sein. Jawohl, die Waffenerweiterung. Macht den Nutzer zu einem Meister im Umgang mit Waffen. Damit erhöht sich Kriegskönnen im Kampf. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, eine legendäre Waffenerweiterung. Weshalb die so geil ist. Info. Also Passivbonus. Okay, verlangert die Dauer der Chaosgestalt erheblich. Das ist schon mal praktisch. Erhält den durch Waffen verursachten Schaden erheblich. Sehr gut. So, der Zugewinn von Chaos durch Einsatz des Chaosfressers erhöht sich erheblich. Also sollte man das eigentlich auf den Chaosfresser packen. Erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung. Sollte ich also demnach... Will ich das nicht unbedingt auf den packen? Was bringt das eigentlich? Okay, was war das nochmal? Ja, das sollte bei der Sente bleiben und das Ding ist einfach nur so, ne? Erhöht die Rüstungsstufe, okay, von mir aus, aber... Machen wir lieber so, jetzt haben wir hier legendäre Handschuhe. Quasi. So. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier so fast alles abgegrast, nur da die eine Truhe da müsste noch sein, glaube ich. Wenn ich mal kurz... Ach, nicht I, H, ich bin nur... Ah! Und so, ne? Und zwar, die Truhe, da haben wir jetzt auch... Ne, haben wir nicht, wollte ich gerade sagen. Da gehe ich nochmal hin. Und da dann auch nochmal. Warte mal, wo bin ich denn gerade? Ich bin dann gerade hier hinten irgendwo, ne? Oh, kann mich nicht rauszoomen, das ist voll schlimm, ne? Nee, ich muss ja hier irgendwo sein, ne? Oh, da bin ich auch. Meine Güte, bin ich blind.
Ja, da gehen wir nochmal hin. Da dann auch, also das ist hier so ein Abwasch. Und hier dann halt hin. Ich denke mal, da komme ich einfach hier hin. Boah, ich wette, das ist einfach nur die Karte. Ich habe noch keine Karte hier. Und da geht's ja dann. Das ist ja, glaube ich, der Weg zu der Spinnentante. Ja, doch, ist der Weg. Gut. Dann ist das schon mal erledigt, so in etwa, ne? Dann kommt das noch. Ach Mensch, jetzt sind wir hier. Ja, auf die Fresse. Also, jetzt nochmal ganz genau orientieren. Wo sind wir jetzt hier? Okay, ich gehe einfach hier raus und dann gehe ich nochmal zurück. Oh ja. Ich hätte jetzt gern die Alter. Die machen jetzt ja richtig. Ich meine, ist ja klar, dass sie richtig Damage machen. Das wurde ja auch gesagt, aber meine Fresse, ist das geil. Alter, wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt auf die Fresse. Durchaus, ne? Oh ja, hält wirklich schon ein kleines Stückchen länger. Natürlich ist die Chaosgestalt hier so mega langsam. Das ist schade. Ach, oh, ja, ne? Nein, nicht noch so einer. Ich habe noch nicht genug Dingsens gesammelt. Ihr wisst schon gesammelt, dass ich meine Heimsuchung einsetzen kann. Dann wäre ich wenigstens vor den scheiß Engeln geschützt. Ich bin nämlich gleich wieder down, wie man sieht. Oh, das ist so nervig. Ist das, oh, wie oft ich sterbe. Ich will da nicht runter. Lass mich da hin, ach Manu. Schade. Hätte sein können, so. Ach ja. Also immer wieder hin und dann wieder weg. So, also und die Chaosgestalt hier haben wir uns dann für den fetten Typi auf. Ist zumindest so der Plan. Komm, komm, finishen. Hallo. Stirb. Ja, mach den Engel fertig von mir aus. So, den zerschnetzelt. So kommt jetzt der Fette schon. Ich hoffe mal. What the fuck? Warte mal, dann machen wir mal das so einfach. Machen wir die Heimsuchung auf die und. Wollte ich mir eigentlich auch für den Fetten aufheben, aber. Was nicht ist, das ist halt nicht. Vor allem wie OP die einfach nur ist, ne? So, kämpfen wir groß mit groß, ne? So, sehr schön. Ja, das geht schon so ein Stückchen schneller, ne? War's das jetzt? Ja, war's. Meine Güte, Alter, die Chaosgestalt halt ja richtig rein. Schon geil, warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wie viel Chaos ich jetzt wieder habe, wahrscheinlich wieder leer. Aber nicht so schlimm, die hat sich hier gerade auch recht fix gefüllt gehabt. Ja, und eigentlich müsste ich jetzt nur halt dahin, aber ich will noch nicht. Auch wenn ich jetzt wieder vor den Umweg hier laufe. Und das passiert. Aber ich muss hier noch die eine Truhe, die zwei Truhen da sammeln. Das ist doch äußerst wichtig für mich. Ja, so, ja, muss so, ne? Und ich glaube mal, allzu lang ist der Weg jetzt auch nicht. Zumindest nehme ich das gerne in Kauf. Auch die Ladezeiten. Das Geräusch ist schon da, ich bin also schon durch. Cooler Scheiß.
Was ist denn gerade los hier, ey? Einfach loslassen. So. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon gleich da, wo ich denke, dass ich sein sollte, zu sein habe, bin. Genau so. Ne, bin ich noch nicht. Ich brauche noch ein Stückchen. Ah. Aber ich orientiere mich langsam wieder ein bisschen. Ah, jetzt hier läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Das ist ja mal auch nicht so schlecht. Auf die Fresse. Auf die Fresse, sagte ich. So. Sehr gut. Mal sehen, wie... Huch. Ach, nicht wechseln. Ich will immer mit Tab ins Inventar. Eigentlich ist es ja auch diese Waffenerweiterung, die ich gerade habe, besser für den Chaosfresser. Glaube ich zumindest, aber trotzdem, ne? Lass es lieber auf den Handschuhen, weil ich den Chaosfresser eben kaum benutze. Benütze. So, schnell rüber hier. Kommt zwar keine Spinne mehr, aber trotzdem schnell. Schnell. Und eigentlich müsste ich jetzt... Hier irgendwo muss jetzt die Truhe sein, ne? Ja, genau, da komme ich auch jetzt mit dem Haken hoch, ne? Dann ist da was Cooles. Da muss doch was Cooles sein. Vielleicht die Karte. Oder, oh. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Für die Endgegnerin hier dann wahrscheinlich leider nicht zu gebrauchen. Aber, nicht schlecht. Wie komme ich hier rüber? Och, nö, ne? Ich einfach, oh. Ah, zum Glück ging das. Weißt du, nun muss ich einfach nur hier... Ah, ist das... Wieder typisch. So. Hier soll nämlich auch noch was sein. War doch so, ne? Ach ja, in dem Raum da. Ist das ja... Lieber nochmal nachgucken, obwohl ich mir recht sicher bin, dass es der ist, aber ja. Ich wette, da ist die Karte. Ich habe die Karte nicht. Ich müsste doch eigentlich eine Karte kriegen, bin ich der Meinung. So. Ich habe die Truhe da echt nicht geholt. Das wundert mich eigentlich sogar, aber... Auf die Fresse. Aber okay. Oh, ich, what the fuck, ich bin ja fast tot. Sehe ich ja jetzt gerade erst. Das ist aber nicht so gut. Schnell, gebt mir Leben. Meine Medizintanks. Wandelnde Medizintanks. Sind das quasi... Ja, Medizin... Ah, mir fällt der Name gerade nicht ein, was... Wollte ich gerade so einen mega coolen Fachbegriff nennen, der mir nicht einfällt, weil es ihn wahrscheinlich gar nicht mal gibt. Beim typischsten. Sollte vielleicht eine Wortneuschöpfung schaffen. So, eine Wortneuschöpfung schaffen ist auch egal. Ich laber mal wieder richtig viel dummen Stuss. Kann mir nicht vorstellen, dass ich mir die Truhe nicht geholt habe, aber okay. Ich wette, ich hatte die. Aber das wurde nicht gespeichert. Hundertprozentig, so muss das sein. Dass ich nachlässig bin, das ist undenkbar. Und verwirrt und alles, ne? So. Ich wette, das ist die Karte. Ich hatte die Karte schon. Ja, da zählt er euch jetzt rum. Ich hatte die schon. Bin mir fast sicher. Ich meine, vielleicht aber auch nicht. Falls nicht, dann ja okay, dann habe ich nichts gesagt, aber... Doch, ich hatte die Karte schon. Beschließe ich jetzt einfach. So, gucken wir mal, jetzt fehlt wirklich nur noch... Ach so, ja, gut. Das ist dann erst nach dem Kampf. Ich habe wirklich nur die eine Truhe da. Und die ist auf dem Weg zu der Tante, wie auch immer die gerade heißt. Es ist mir entfallen. So, jetzt muss ich erstmal wieder hochlatschen. Frage, welchen Weg nehme ich denn diesmal? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach wieder hier zurück, wo ich hergekommen war. Das ist so jetzt mein Ziel. Dumm, die dumm. Ist die Frage, ob der andere Weg jetzt anders irgendwie kürzer gewesen wäre oder sowas. Mag ja durchaus sein. Aber ich laufe jetzt hier lang. So. Geschlossene Sache. Gut. Dann haben wir es auch endlich bald geschafft, haben wir uns wieder viel zu lange hier aufgehalten, wie das immer so ist, ne? Bei mir.
Ich trödel ja doch ab und zu ein Stückchen mal rum. So gerne mal, ne? Eigentlich bräuchte ich ja Medizin. Also, ne? Leben, nicht Medizin. Ich brauche Medizin. Ja, meine Sch die Spinnen sind meine Medizin, eindeutig. Aber da sieht man auch wieder zweischneidiges Schwert. Medizin kann auch gefährlich sein. Also nicht zu viel, ne? Sehr gut dargestellt durch die Spinnen. Sie bilden ein gutes Beispiel. Ja. Jetzt sage ich nochmal zehnmal das gleiche mit fast dem gleichen Wortlaut und dann bin ich fertig. So in etwa, wa? Na, sehr schön. Nicht schnell genug rübergekommen, aber der hat mich ja rübergeschubst. Mir also doch geholfen, ne? Ja, die ganzen Spinnen, die können wir jetzt ignorieren. Ich meine, vor dem Endkampf wird sowieso nochmal eine Lebenstruhe geben. Wie ich mich kenne, werde ich ja nochmal sterben. Beim Endkampf. Ich glaube, das ist mir sogar schon beim Normal passiert, dass ich bei der Tante gestorben bin, weil sie so nervig war. Wenn ich mich recht entsinne, also muss jetzt nicht alles der Wahrheit entsprechen, was ich hier gerade so palaber. Hä? Irgendwie lädt die Welt gerade nicht? Ja? Ein? Was? Hilfe. Das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Es wäre schön, wenn das passieren würde. Wenn ich auch nur tot. Was zum Teufel? Kann ich nochmal vom letzten Streckenpunkt starten? Hallo, ne? Und so? Oder fahren wir jetzt noch ein bisschen durch die Dunkelheit? Meine Güte. Ich hätte da vielleicht auch nicht runterspringen sollen. Ich dachte, ja, vielleicht und so und ach und. Die Karte geht noch. Meine Güte. Meine Güte. Ich will meine Statistik lieber nicht angucken. Boah, ey. Da muss ich jetzt beenden, oder what? Ich speichere lieber nochmal kurz zwischendurch. Apokalyptisch, da spielen wir doch. Ja, speichern wir. Wenn ich das richtig sehe, habe ich das Spiel bei normal nach 11 Stunden oder so durchgehabt. Heftig, wa? Gehen wir jetzt zum Titelbildschirm. Seht ihr den auch nochmal? Na, ah, trinke ich mal ein Schlückchen.